Wir haben uns umgenannt in die Klasse der Eulen. Gut. Also, ich hatte einfach gesagt, die Verfahren, um Gleichungssysteme zu lösen, sind eigentlich nur Tricks. Tricks, damit es schneller geht. Schneller geht insofern, wir haben hier einiges geübt. Das kann man, wenn ich das mal hier so langsam scrolle, das kann man in Ruhe durchdenken. Drückt jetzt an dieser Stelle mal Pause, zu Hause, das reimt sich, und durchdenkt, was wir hier rausbekommen haben. Falsch. Wenn ihr jetzt die Pause-Taste verlassen habt, müsst ihr auch für YF7 rausgekriegt haben. Ich habe hier in dieser Richtung gerechnet, weil das einfach nur besser war, als es untereinander zu schreiben. Und wir haben uns dann ein Gleichungssystem angeschaut, das hieß so. Wir haben jetzt aber auf die Lösung verzichtet, denn wir haben gesagt, hier an dieser Stelle, hier haben wir zwei Gleichungen. Ja, man müsste, das wäre schön, die beiden addieren, aber das würde nichts ergeben. Hier würden sich 36x ergeben und hier durch Addition immer noch 2y. Das heißt, wieder eine Gleichung mit zwei Variablen bringt nichts. Also haben wir gesagt, später. Denn, jetzt kommt der Trick. Wir haben einfach die eine Gleichung durch 4 geteilt und die andere komplett durch 6, sodass sich neue Gleichungen ergeben. Und schon hat sich die Lösung für x schon wieder angedeutet. Der Rest ist Handwerkszeug. Ähnlich hier. Ein Gleichungssystem, was so aussah. Und wir haben gesagt, na Moment mal, dann teilen wir mal nur die eine durch 2, denn hier haben wir 12x und 12x. Und jetzt können wir das Subtraktionsverfahren anwenden. Wunderbar. Peng. Und so weiter. Das ist das Handwerkszeug. Wer genau hingeschaut hat, hat gesehen, dass ich nur die allererste Gleichung verändert habe. Schauen wir uns das an. Erst das hier. Wenn die Gleichung so aussieht, könnte man auch Folgendes machen. Man nimmt die eine mal 3, die andere mal 2, sodass sich die Gleichungen so ergeben und kann dann wieder das Additionsverfahren anwenden, denn die y würden sich dann rausschmeißen. Ich habe es sogar übertrieben. Ich habe gesagt, na, dann nehmen wir mal diese Gleichung jetzt aus Spaß mal minus 1. Dann heißt diese Gleichung so hier. Minus 48x plus 12y und so weiter und so fort. Und wir stellen beide nach 12y um und verzichten jetzt auf das durch 12 zu teilen. Denn 12y ist das Wert und 12y ist das Wert. Und wir können das Gleichsetzungsverfahren wieder anwenden. Wenn das das Wert ist und das das Wert und beides das gleiche Wert ist, dann setze ich gleich. Hier an dem Index sieht man immer, welche Gleichungen das waren. Der Rest ist Handwerkszeug. Aber jetzt haben wir uns vorgenommen, mal für alle anderen, die uns zugucken, nochmal was zu rechnen. Und zwar, ich habe mir hier ein Gleichungssystem einfach so ausgedacht, Bürokratie mal weglassen. Das macht nur Lärm. Was könnte man hier anwenden? Könnte man sofort was anwenden? Das sieht nicht so aus. Wir könnten immer nach irgendeiner Variable umstellen, gleichsetzen, einsetzen. Das geht. Aber das hat hier im Moment nicht viel Zweck. Wobei das hier, also dieser Teil, der riecht danach, doch etwas mit beiden Gleichungen zu machen. Und zwar Folgendes. Ich nehme die ganze Gleichung hier, die gesamte Gleichung, einfach mal 10. Einfach so. Mal 10 geht nämlich leicht, sodass sich eine neue erste Gleichung ergibt. Die heißt dann 20x plus 40y. Ist gleich 80. Moment, hier gibt es eine Frage. Natürlich, der Hinweis ist ja auch logisch. Das eine nehme ich mal 5, das andere nehme ich mal 2. Na klar. Wenn ich das aber hier mit 10 multipliziere, das dürfte den meisten Leuten leichter fallen im Kopf. Das nehme ich jetzt ganz einfach, um auf 40, und zwar minus 40y zu kommen, mal 4. Das müsste eigentlich auch jeder normal begabte Mensch können, sodass sich hier eine neue Gleichung ergibt. Alles mal 4, das wären 12x. Und hier ergibt sich dann minus 40y ist gleich, und jetzt ist das bloß noch 4. Und jetzt kann ich, jetzt sieht man es ja, Moment, jetzt sieht man es ja, hier habe ich grünes Licht für das Additionsverfahren. Das heißt, ich wende das ja deswegen an, damit mir eine neue Gleichung entsteht, die da heißt 1,1 plus 2,1, immer davor schreiben. Und jetzt addiere ich das, das wären 32x plus 40 plus minus 40 ist nichts mehr. Das heißt, ich habe bloß noch eine Variable, ist gleich 84. Jetzt teile ich noch durch 32, oh, das war etwas daneben, durch 32
Und ich habe das Ding schon fast gelöst. X ist dann 84 32, das kürzt man natürlich. Durch 8 geht das wahrscheinlich, aber dann geht es hier oben nicht. Also geht es durch 4, das wären dann 21. Und durch 4 ist dann bloß noch 8. 21 Achtel ist das Ergebnis. Einstweilen. Ich erinnere, dass man das Y, das machen wir jetzt auch mal, so löst, indem man sagt, wir nehmen uns eine der beiden Gleichungen hier oben am besten und stellen die nach Y so um, dass es leicht fällt, das X dann einzusetzen. Wir nehmen uns vorteilhafterweise die erste. Etwas mit Minus umzustellen, birgt immer irgendwelche Fehlerquellen. Das heißt, wir nehmen die 1, 2, Variante 2. Die wird dann so aussehen, dass ich sage, ich stelle alles nach 4y um, ist gleich 8 minus 2x, teile noch durch 4, denn ich möchte ja ein echtes y raus haben. Dann heißt das, y ist gleich 2 minus 1/2x. Und in diese Gleichung setze ich jetzt ein, mein x, und zwar x in die Gleichung 1, 2. Hier gibt es wieder eine Frage. Gut, technische Frage geklärt, aber ich habe jetzt hier ein reines y raus, y muss also werden. 2 minus, und die Hälfte von 21 Achtel ist 21 Sechzehntel. So, da die nicht gleichnamig sind, mache ich hier aus den zwei Ganzen, mache ich Sechzehntel und dann kann ich ausrechnen. Das heißt, das nächste Ding, ich schreibe es jetzt mal nebeneinander, y, wie macht man dazu Sechzehntel draus, das sind 32 Sechzehntel. Ich schreibe es nochmal ausführlich hin, minus 21 Sechzehntel und man kriegt y raus als 32 minus 21 plus noch 11 Sechzehntel. Einverstanden? Ich hoffe, ich habe richtig gerechnet im Kopf. Ich habe also die beiden Lösungen hier, diese und diese. Das sind meine beiden Lösungen. So, und jetzt könnte man das ganze Thema noch auswalzen bis zum geht nicht mehr. Vorhin kam der Vorschlag, ne, dass wir hier entsprechend andere Multiplikatoren nehmen. Wir könnten auch die obere erstmal durch 2 teilen und dann mal gucken. Man kann also mittels Multiplikation oder Division hier an dieser Stelle, das ist egal, was man macht, man muss bloß die gesamte Gleichung entsprechend umoperieren. Dann kann man die sich so anpassen, dass man Additions- oder Subtraktionsverfahren, meinetwegen auch Gleichsetzungsverfahren, was auch immer gleich anwenden kann. Es ist auch nicht Pflicht, sich zuerst auf ein Y zu stürzen, aber das bot sich hier an. Ich könnte auch diese Gleichung hier, und das werden wir mal gleich machen, Moment. Ich stürze mich jetzt mal nicht auf das Gelbe, sondern ich sage, ich lasse mir mal was ganz anderes einfallen und sage, ich kümmere mich mal um die X, gefällt mir einfach besser. Dann müsste ich was mit der ersten und mit der zweiten Gleichung machen, wenn ich mich nur um die X kümmern wollte, obwohl das hier Quatsch ist. Moment, also, das heißt also, die obere einfach mit 3 multiplizieren und die untere mit 2 multiplizieren. Dann ergäbe sich diese Variante, 1, 1, 2, 1, die obere mal 3, das wären dann 6x plus 12y ist gleich 24 und die zweite heißt dann 6x minus 20y ist gleich 2. Und jetzt nehme ich das Subtraktionsverfahren, ich sage 1 minus, also 1, 1 minus 2, 1. Ziehe das voneinander ab, hier ist nichts mehr. 12y, Achtung, minus minus 20y ist 32y, minus minus, ne? 12y, minus minus, das Minus steht schon da und das Minus, um dieses geht es dann, ist gleich 24 minus 2 ist bloß noch 22 und so weiter und so fort. Das ist der ganze Hintergrund, Gleichungen sich so zurecht zu basteln, dass man so elegant und schnell wie möglich auf eine Lösung kommt. Das ist der ganze Trick dabei. Also keine besonderen Verfahren, sondern man wandelt beide Gleichungen um. Naja, wenn ich jetzt hier noch durch 32 teile, machen wir das noch, durch 32, dann hätte ich zu Anfang eben y rausgekriegt. Y als 22 32. Gekürzt ist das 11 16. Oh, das war nichts eben. Naja, gut. 16. Also y wird dann 11 16 werden. Jetzt gucken wir mal.
Da wir diese Gleichung ja aus der anderen ermittelt haben, ob das stimmt, y ist 11 Sechzehntel, aha, da ist es, ja, stimmt. Und wir würden dann durch Einsetzen, geschicktes Einsetzen auch wieder ein x rausbekommen und so weiter und so fort. Jo, ich mache nochmal Pause, falls noch Fragen sind. Also wir haben die Tauben in Eulen umbenannt und deswegen Achtung, hier kommen die Aufgaben zum Üben. Ich sage da jetzt nichts dazu. Pause-Taste drücken, Pause zu Hause, wer das noch nie gesehen hat, unsere schreiben das gerade ab. Und abschreiben, Pause-Taste loslassen. Und dann kommen die nächsten beiden Aufgaben. Also, einfach zum Üben, wendet an, formt um, fummelt, überlegt, macht dies, macht das. Ich gebe zu bedenken bei der ersten, kann ich kein Verfahren schnell anwenden, ich muss erst was machen. Wenn ich nämlich hier subtrahiere, dann habe ich 3 minus minus y und das bringt mir nichts. Moment. Wir haben uns noch schnell eine Aufgabe für draußen überlegt und zwar wollen wir noch eins machen. Wir haben hier eine Straße, die läuft an der Schule vorbei und wir wollen das funktionsmäßig auswerten und zwar ganz einfach, der Anstieg ist ja hier negativ, sieht man, ne? Es geht ja nach unten, bergunter. Y0 und X0 kennen wir und wir wissen auch, wie weit es von hier bis hier ist und wir werden jetzt dafür noch eine Funktionsgleichung entwickeln. Das machen wir jetzt gleich, aber das Spannende kommt erst später, das heißt, wir würden dann noch etwas machen, wir würden noch einen weiteren Graphen von hier quer durch bis hier oben an die Hausecke einen gedachten Graphen nehmen und um diesen Schnittpunkt zu berechnen, da kann man dann zum Beispiel auch solche Sachen machen, denn das ist ja in der Erde, hier darf man nicht vergessen, hier ist Erdreich, ne? Hier überall. So. Aber solche Schnittpunkte, die kann man dann entsprechend ermitteln, indem man dann sagt, okay, wir versuchen dann hier noch eine zweite Funktionsgleichung aufzustellen. Das heißt, wir hätten hier zum Beispiel Gleichung 2, die ist gleich tralalala und die rote Gleichung 1, die ist gleich hopsasa. Und aus solchen beiden Gleichungen kann man dann per Gleichungssystem wieder ganz elegant solche Schnittpunkte ausrechnen, denn da ist die gemeinsame Lösung, das steckt dahinter. Ich schließe das Video jetzt ab.